Hey, herzlich willkommen! Wenn ihr bei dieser Premiere dabei seid, habt ihr die Chance, das coole Clash Royale Geburtstags-Pekka-Emote in den nächsten 2 Stunden zu gewinnen. Hier erfahrt ihr wie, also schaut bis zum Ende. Übrigens, falls ihr gewinnt, bekommt ihr das Emote innerhalb von 1 bis 2 Tagen, oft sogar schneller. Abonniert meinen YouTube-Kanal und klickt die kleine Glocke für Benachrichtigungen, damit ihr keine Chance verpasst. In diesem Video gebe ich euch das Passwort. Und im ersten Kommentar zum Video, den ich anpinnen werde, zu oberst, das ihn jeder findet, gebe ich euch die Turnier-ID und das Passwort bekannt, während diese Premiere läuft. Damit könnt ihr dem 1000-Spieler-Turnier beitreten. Alle 1000 Teilnehmer des Turniers gewinnen das Pekka-Emote. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bis zum Schluss im Turnier drin bleiben, auf keinen Fall rausgehen, bevor es komplett beendet ist, und mindestens einen Kampf machen. Ihr müsst den Kampf aber nicht gewinnen. Das Turnier startet entweder, wenn es voll ist, oder spätestens nach 1 Stunde. Es dauert auch genau 1 Stunde. Das heißt, in spätestens 2 Stunden habt ihr das Emote gewonnen. Und hier noch, weil es immer wieder gefragt wurde, wie tritt man eigentlich dem Turnier bei? Klickt auf die 3 Linien da oben auf eurem Clash Royale. Dann seht ihr die Liste und da steht Turniere. Dort klickt ihr auf Turniere und dann gebt ihr oben in der Suchleiste das Hashtag, also die ID des Turniers ein. Ich gebe jetzt einfach irgendwas Zufälliges ein, damit man das sieht. Also hier würdet ihr dann die ID des Turniers eingeben, dann klickt ihr auf die Lupe, dann wird das Turnier gesucht und dann würde euch hier das Turnier angezeigt. Dann klickt ihr auf das Turnier und gebt das Passwort ein und schon seid ihr dabei. Und hier das Passwort, Lampe. Mittlerweile sollte im ersten Kommentar die Turnier-ID und das Passwort drinstehen. Außerdem nicht vergessen, am Samstag, 4. April um 8 Uhr abends, die letzte Chance. In meinem Twitch-Livestream werde ich nochmal das allerletzte 1000-Spieler-Turnier veranstalten, wo nochmal 1000 die Chance haben, das Emote zu gewinnen. Viel Glück und viel Spaß mit dem Emote.